willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe eine neue Haarfarbe, falls irgendjemand nicht aufgefallen ist. Und ich fühle es so. Ich wollte schon so lange gelbe Haare haben. Und in diesem Video möchte ich euch erzählen, wie wir das angestellt haben. Denn ich sah vorher so aus und das war eine schwere Geburt. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, diesmal meine Haarfarbe gründlich auszuwaschen, bevor wir da irgendwas dran machen. Hat im Zeitplan dann irgendwie wieder mal nicht so geklappt. Heißt, ich hatte relativ intensive Farbe noch in meinen Haaren drin. Dann hatten wir aber schon den Termin, wir wollten erstmal meine Längen und Spitzen aufhellen. Wollten die ganz leicht blondieren mit Paintings. Das ist, wenn man halt unten komplett alles einstreicht und das dann in so einen Verlauf mit der Blondierung reinzeichnet. Weil der eigentliche Plan war, dass wir bei mir Naturansatz lassen und diesen Naturansatz, also beziehungsweise meine Naturhaarfarbe, reinpainten in das Gelb. Also so ungefähr soll es aussehen. Deswegen haben wir nämlich auch erst Paintings gemacht, weil wir nur die Längen und Spitzen aufhellen wollten. Und der Ansatz sollte ja eigentlich bleiben, dass wir dann nachher quasi dieses Braun drüber tun konnten. Hat dann nicht so geklappt, wie wir dachten. Es sah ganz schlimm aus. Ich kann euch hier ja mal Fotos einblenden. Viele, denen ich das gezeigt habe, sagen, das sieht gar nicht so schlimm aus. Auf den Bildern sieht es auch eher wie so ein Holographic Hair Instagram Trend aus. Aber in echt sah es einfach nur richtig gammelig aus. Es sah einfach, ich habe mich gefühlt wie so ein Gossenpunk. Und ich habe wirklich versucht, egal welche Frisur ich mir gemacht habe, man konnte das einfach nicht verstecken. Ich hatte an dem Wochenende dann auch eine Familienfeier. Heißt, so konnte ich einfach nicht rumlaufen. Dann hat meine Chefin, die gute Stefanie, ja, sie heißt auch Stefanie, gesagt, hey, pass auf, ich habe keinen Kunden mehr, wir bleiben eventuell ein bisschen länger, ich rette das jetzt noch. Dann haben wir unseren Waschbecken gesetzt und sie hat mir eine Blondierwäsche gemacht, weil ja meine Haare gerade eben schon blondiert wurden und deswegen wollten wir ein bisschen sanfter rangehen. Wir haben die übrigens mit 1,9% gemacht, aber immerhin war dieses lila-blau größtenteils weg. Dann haben wir noch eine Haarkur drüber gemacht, muss auch nach so viel blondieren und haben da gelbe Pigmente reingemischt. Und dann sah das Ganze schon so aus. Das war schon um einiges besser. Es war immer noch nicht perfekt, weil ich hatte einen richtig derben grünen Ansatz, weil dieses lila-blau ist natürlich nicht ganz rausgegangen. Wenn man gelb drüber macht über blau, logisch, kommt grün raus. Ich hatte dann einfach einen heftigen grünen Ansatz. Ja, und somit bin ich dann erstmal 10 Tage rumgelaufen. Ich habe einmal gewaschen, dann war es schon ein bisschen ausgewaschen. Logisch, es war ja eine Haarkur mit ein bisschen gelben Pigmenten. Und dann war es soweit, ich glaube der 11. März war es. Da haben wir dann, weil mein Ansatz ja noch ziemlich fleckig war, an manchen Stellen hat man noch meine Naturhaarfarbe durchgesehen, an manchen Stellen war es blondiert, aber eben halt auch nicht wirklich hell, weil es war, wie gesagt, nur 1,9% Wasserstoffperoxid. Deswegen haben wir dann nochmal eine ganz, ganz leichte Blondierung angemischt mit 3%. Haben die dann nochmal sauber auf den Ansatz gegeben, dass der sauber blondiert ist und sauber einheitlich hell ist und über die grünen Flecken. Und die sind dann auch echt ziemlich gut weggegangen. Man hat dann nur noch ein paar Strähnen von dem Grün gesehen, ganz, ganz, ganz leicht nur, aber ehrlich Leute, das stört mich überhaupt nicht. Ich bin froh, dass dieses Grün erstmal weg ist. Und dann haben wir die gelbe Tönung angemischt. Ja, ich habe gesagt, ich lasse niemals Illum an meine Haare, weil Illum ist eine Bitch und man weiß nicht, ob es sofort rausgeht oder ob es nie wieder rausgeht. Da aber Gelb so die hellste Farbe ist, die man überhaupt tönen kann, dachte ich, okay, das wird nach einer Haarwäsche direkt wieder raus sein. Das war ja eben auch an meiner alten Haarfarbe, dieses Sunset Hair. Das Blöde, ich habe es wirklich geliebt. Ich hätte auch gerne noch länger getragen. Aber es war halt mega anstrengend, weil nach einmal waschen sah es scheiße aus. Ich habe meine Kopfhaut so dran gewöhnt, dass ich alle 2 Wochen Haare wasche. Und das war echt anstrengend und ich hatte keine Lust, dass es so weitergeht. Und deswegen dachte ich mir, okay, wenn es ein bisschen besser hält, kann man schon mal Illum reinmachen. Illum YY et al., also dieses Yellow halt, habe ich 60 Gramm reingemacht. Da habe ich Crazy Color Cover Yellow reingemacht. Größtenteils eigentlich. Ich habe ganze 130 Gramm reingemacht. Nicht wundern, ich brauche für meine Haare extrem viel Menge an Tönung, weil die einfach lang und super viele sind und super dick sind. Aber dann von Crazy Colors noch Peachy Coral. Das ist so leicht rosa. Davon habe ich 10 Gramm reingemacht. In dem Hintergedanken, dass man eventuell vielleicht noch ein bisschen gegen das Restgrün arbeiten kann. Und dann habe ich noch Coral Red reingemacht. Das ist so ein Korall-Orange-Rot, um ein bisschen Pigmentierung zu geben, dass es halt einfach kräftiger wird. So habe ich die Tönung zusammengemischt. Das haben wir dann aufgetragen. Ganz normal einwirken lassen. Eine Stunde oder so. Und dann haben wir es abgespült. Und dann ist das dabei rausgekommen. Ja, ihr seht, ich habe hier unten noch so orange Stellen. Das war, weil ich da immer noch rosa Stellen drunter habe. Rosa geht aus meinen Haaren einfach nicht raus. Aber es gibt so einen leicht orangenen Touch in meinen Längen und das finde ich eigentlich ziemlich super. Ich muss die jetzt auch richtig, 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 richtig gut pflegen, weil ich war duschen, habe meine Haare hochgemacht und dann hat es nass geworden.
Und ich ziehe so an meinen Nackenhaaren und die ziehen sich wie Kaugummi auseinander. Und ich dachte mir so, okay, zum Glück ist es nur der Nacken. Wenn es im ganzen Haar so wäre, wärst du kurz vorm chemischen Haarschnitt. Ich lasse jetzt mindestens ein halbes Jahr keine Blondierung mehr an meine Haare. Den braunen Ansatz, den machen wir auf jeden Fall noch mit dieser Balayage-Technik. Wir wollten diesen braunen Ansatz eigentlich nur machen, weil ich meinen Ansatz nicht mehr blondieren möchte. Weil ich halt hier an der Kontur... Das, ich dachte immer, es wären Babyhaare. Es sind keine Babyhaare. Meine komplette Kontur ist einfach nur abgebrochen. Ich will, dass es nicht mal wieder nachwächst. Und da darf ich halt nicht über den Ansatz blondieren, weil dann bricht das immer wieder ab. Das war eigentlich schon die ganze Geschichte. Wie gesagt, es war eine schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Wie findet ihr die Farbe? Wie findet ihr gelbe Haare? Gelbe Haare sind ja jetzt nicht so oft vertreten. Dagegen ist blau und so, ja, schon normal heutzutage, habe ich das Gefühl. Und gelb war tatsächlich die einzige Farbe, die ich noch nicht im kompletten Haar hatte. Ich glaube, davon werde ich mich so schnell auch nicht wieder trennen. Wäre auch dumm nach diesem ganzen Blondierungszeug. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr diese Haarfarbe findet. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Bald dürften ja auch die Next Face Awards losgehen in Deutschland. Letztes Jahr war es schon Anfang März. Ich frage mich, wann es soweit ist. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall abonnieren, Glocke aktivieren. Und ja, teilt das Video. Würde mir sehr helfen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye.